Lunara versus Uther. Paladin ist die schlimmste Klasse, gegen die man spielen kann mit dem Deck. Es wird also nix. Gegen Paladin kein Win geholt. Doch, einen. Da weiß ich aber auch gar nicht mehr warum. Ah, Juicy Psychmalen auf der Hand, Leute. Das Problem ist nur, wenn ich bis Turn 5 tot bin, bringt mir die Juicy Psychmalen nichts. Achso, der 3-Witzer vielleicht? Ja. Die Turnierankündigung für Samstag und für Freitag. Das Bizarre-Video und das Halfstone-Video. Nein, das macht gar keinen Sinn. Ich habe 4 Videos veröffentlicht. Ja, dann wird offensichtlich ja das Bizarre-Video nicht angezeigt. Okay. Der Eggpaller steht auch 2-0 im Standard. Eggpaller, super. Okay, und die kostet einfach gar nichts. Er macht jetzt das Board einfach voll. Jo, okay. Balanced. Was ist mit dem Spiel, ey? Holy crap. Jo, die Mechs sind halt insane. Was geht denn hier ab? Geht Secret Palm Wild hier? Freilich. Ob er jetzt bis Legend geht, weiß ich nicht. Aber bis Rang 5 kostet mit, damit easy. Ich bin so schnell dead. Das kannst du ja gar nicht, kurz gar nicht gucken, ey. Na, wenn er jetzt keine guten Karten auf der Hand hat und nicht gut nachdrückt, haben wir eine Chance. Ne, Your Welcome war doch gestern. Oh, da ist das Mechano-Eck. Hoffentlich hat er nichts zum Buffen, sonst wird das nix. Taffe Sache. Aber wir haben Psychmalen da. Das ist schon mal gut. Oh mein Gott, das ist overpowered. Das ist ja overpowered. Da kann ich ja nicht in Worte fassen. Das ist ein 15er Eck, das zu einem 8-8er Robosaur wird. Was ist mit Blizzard? Wow. Ja. Wenn er jetzt kein Removal hat, kann ich mit den beiden Poisonous den wegmachen. Reporting for duty. Es macht mich ein bisschen betroffen. Wir können es noch schaffen, wenn er keinen Consecration Top deckt. Okay, für den Rest habe ich Poison Seeds. Okay, passt. Leute, Psychmalen Time. So, da ist die schönste Karte des Spiels. Und... So, einmal Trade. Zweimal Trade. So, nächste Turn Combo und dann gewinnen wir das Match. Obwohl das völlig broken ist, was der Typ gerade getan hat, Mann. Ohne die zwei Spinnen hätte ich keine Chance gehabt. Schon wieder! Schon wieder gleich! Och, das gibt's doch nicht. Ja, jetzt müssen wir halt direkt all-in gehen. Eigentlich ist es so ganz gut, weil ich dann mehr Karten kriege, so habe ich das noch gar nicht bedacht. So habe ich das noch gar nicht bedacht, dass ich dann eigentlich auch mehr Karten habe. Das passt schon. So, was haben wir denn da noch? Mech, Divine Shield, Less, King's Ransom und
Resurrect 3 friendly mechs. Okay. Ja, Icy, was geht da ab, ne? Es ist, Hearthstone ist so broken geworden. Ich meine, ich weiß, dass es schon mal nichts hat, um das Eck noch mehr böse zu machen, aber... Oh, er spielt nicht mal King's Ransom back. Das heißt, ich behalte sein Deck. Interessant. Your purpose is to die. Okay. Wir haben 12, 16, 12, 15, 18, 20, 23. Geht man hier full face? Ich meine, ich weiß, dass er eine Hand ist. Kann irgendwas passieren? Nee, ich glaube nicht. Das war das Hearthstone-Highlight für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn dem so ist. Und schreibt mir natürlich eure Meinung zum Match unten in die Kommentare. An der Stelle möchte ich mich bitte den da drüben eingeblendeten finanziellen Supportern bedanken. Vielen lieben Dank, dass ihr es mir möglich macht, diese Hearthstone-Videos hier zu produzieren. Falls sich jemand dieser Liste anschließen möchte, klickt einfach mal rechts oben oder unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen, falls ihr mir auf Twitter oder Instagram folgen wollt, um mehr von mir außerhalb von YouTube zu sehen. Ansonsten lasst auf jeden Fall ein Abo auf dem Kanal da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, denn nur dann landen die neuen Hearthstone-Highlights auch in eurer Abo-Box oder checkt die beiden Videos aus, falls ihr sie noch nicht kennt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Hearthstone-Highlight.